Hi, vor 10 Monaten das erste Video hochgeladen. Vor 9 Monaten, also 1 Monat später, schon 1000 Abonnenten. Dann vor 7 Monaten das 5000 Abonnenten Special, vor 5 Monaten das 10.000 Abonnenten Special und weitere 5 Monate stand heute 20.000 Abos. An der Stelle Dankeschön. Es wird auf jeden Fall auch wieder hier was zu gewinnen geben. Insgesamt wird es 3 Zuschauer geben, die jeweils was gewinnen können. Der Ablauf wird wie folgt sein, also dasselbe wie immer. Wer eins der Produkte haben möchte, schreibt einfach Hashtag ich in die Kommentare rein. Und genau, kann auch noch einen Kommentar nach dem Hashtag ich hinterlassen. Auf jeden Fall der erste, den ich ziehen werde, der wird hier diese Philips Hue Lampe gewinnen. Das ist einfach eine Deckenlampe fürs Zimmer mit 3 Spots insgesamt. Per App steuerbar, da kann man insgesamt 16 Millionen Farben einstellen, eben auch weil es dimmbar ist. Ob man jetzt kaltweiß haben möchte, warmweiß, lila, blau, rot und das halt in unterschiedlichen Lichtstärken, das kann man hier mit der auf jeden Fall an der Decke realisieren. Des Weiteren hat Vicon freundlicherweise dieses Starter-Set hier zur Verfügung gestellt. Dazu sei zu sagen, dass dieses Set jetzt vom 27. bis zum 29. November auf Amazon und bei denen auf der Website für 44,90 € vermarktet wird, also im Angebot sein wird. Dann haben wir hier eben 4 Werkzeuge drin. Zum einen einmal eine Abisolierzange, die ich auch schon mal vorgestellt habe, welche wunderbare Arbeit leistet. Dann noch ein Koaxialabmantler, welchen ich auch habe. Und 2 weitere Werkzeuge, die ich noch nicht habe. Einmal ein Kabelmesser mit Abmantelungsfunktion auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch ein normales Abmantelungswerkzeug für alle möglichen starren Leitungen. Jetzt in dem Fall einem J15x15, 3x15, 5x25, man kennt's. Also sehr unverzichtbare Werkzeuge für den Elektriker. Und an der Stelle auch Dankeschön an Vicon. Und der dritte, den ich ziehe, der wird eine Mischkiste bekommen. Und wir schauen uns mal an, was sich hier drin alles befindet. Diese besagte Mischkiste, also dabei handelt es sich um Produkte, welche ich für meine Videos genutzt habe, aber heutzutage nicht mehr benötige. Die verstauben einfach in der Garage. Deswegen habe ich gedacht, für einen Zuschauer, der das gewinnt, ist eventuell was Brauchbares da mit drin. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Zum einen haben wir hier dimmbare LED-Spots, 4 Stück insgesamt. Aber da ist darauf zu achten, das Lochkreis ist eben größer als 68 mm. Ich glaube zwischen 72 und 75 mm muss man da Löcher bohren für. Dann hier diese Fernbedienung mit den Taster. Dann hier dieser smarte Lichtschalter, welcher aber aufgrund der Baugröße für deutsche Unterputz- und Hohlwanddosen nicht geeignet ist. Dann haben wir hier eine Potentialausgleichsschiene. Des Weiteren noch diverse Taster, also oder Schalter. Das ist jetzt in dem Fall ein Taster von Busch-Jäger. Hier haben wir noch einen Taster. Noch ein ganz gewöhnlicher Taster. Dann haben wir hier einen Kontrollschalter, welcher auch als Orientierungsschalter genutzt werden kann. Das ist jetzt ein Kreuzschalter. Noch ein Kreuzschalter und ein Taster. Dann hier diese Klingel. Dann so diese Gegensprecheinrichtung. Hier noch diese Gegensprechanlage. Dann haben wir hier einen Motorschutzschalter. Diesen 180 Grad Bewegungsmelder für die Wandmontage. An sich ist der noch recht gut enthalten, bloß ich habe den ab und zu hier an der Seite oft mit dem Schraubendreher abgemacht und deswegen ist das an der Seite schon ein bisschen kaputt. Den würde ich so halt nicht mehr verbauen wollen. Dann hier noch ein Bewegungsmelder, der ist noch im einwandfreien Zustand optisch. Dann hier dieser Nothalt mit Schlüsselverriegelung. Dann haben wir hier einen einphasigen Stromzähler.
der Shelly 2.5 für die Jalousieansteuerung. Das hier ist ein Relais von El Taco, ich weiß gerade gar nicht, Treppenhaus oder Taster, ich glaube Taster-Relais, Dimba, ein Dim-Relais, genau, von El Taco. Dann haben wir hier Hilfsschütze, 2 Stück. Ein Normalschütz. Und noch eine Steckdose für die Hutschienmontage. Und das ist der, den ich als drittes ziehen werde. Der bekommt die ganzen, das ganze Paket. Genau, dann wisst ihr diesbezüglich schon mal Bescheid. Auf jeden Fall, das Gewinnspiel wird laufen bis zum Freitag, den 4. Dezember 2020. An dem Freitag werde ich dann per Random Comment Picker einfach 3 Leute rausziehen. Erster, zweiter, dritter. Erster Philips Hue Lampe, zweiter Vicon Set, dritter die Mischkiste. Und dann gegen Abend, dann im Freitag auch direkt hochladen, veröffentlichen das Video und in dem Video dann auch die ganzen anderen Sachen noch zu sprechen. Ja, das war's im Grunde mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!